sehe nur Demonstranten, die es alle satt haben. Herzlich willkommen an alle. Und hört jetzt eine Bewegung, die vormacht, wie gute Ernährungspolitik gehen könnte, die damit angefangen hat, die Leute in der Stadt zu vernetzen mit den Landwirten auf dem Land, denn ohne die geht gar keine Agrarwende, und die sich die Politik mal zum Vorbild nehmen könnte. Es gibt eine bundesweite Bewegung von Ernährungsräten, und für die spricht jetzt vom Berliner Ernährungsrat Lea Klim. Herzlich willkommen! Liebe Freunde, der Berliner Ernährungsrat hat im letzten Herbst ein Experiment gewagt. Wir haben zusammen mit Brandenburger Landwirten und Biobauern über 170.000 bioregionale Mahlzeiten in Berliner Schulen ausgegeben. Wir haben damit gezeigt, was schon möglich ist, damit die Politik sich nicht länger rausreden kann, weil die Zeit reif ist zum Handeln. Bioregionale Verarbeitung und Produktion zum Standard wird, dass in unseren Kitas und Schulen und unseren Krankenhäusern und Altersheimen endlich nachhaltiges und gutes Essen auf den Tisch kommt. Wir wollen keinen Einheitsbrei von Großkonzernen, sondern wir wollen schmackhafte Vielfalt auf unseren Tellern. Brauchen wir euch, liebe Brandenburgerinnen und Brandenburger. Denn uns ist klar, dass weder die Agrarwende noch die Ernährungswende vorankommen kann, wenn nicht wir Städter Seite an Seite mit den Bäuerinnen und Bauern Druck auf die Politik ausüben. Was wir brauchen, ist eine zukunftsfähige Ernährungsstrategie für Berlin. Eine Strategie der sozialen Gerechtigkeit, die faire Perspektiven für Brandenburger Junglandwirte schafft. Und eine Strategie für eine gelebte und lebendige Esskultur, die wir gemeinsam bestimmen. Denn was uns fehlt, liebe Freundinnen und Freunde, ist Ernährungsdemokratie. Fordern wir also den demokratischen Wandel unseres Ernährungssystems und nehmen ihn zugleich heute und hier selbst in die Hand. Wir sind dabei in Berlin nicht alleine, denn in den letzten zwei Jahren haben sich in über 30 deutschen Städten Menschen zusammengetan, um Ernährungsräte zu gründen. Der Kölner Ernährungsrat ist heute hier, der Münchner Ernährungsrat ist heute hier und Wuppertal ist hier, Frankfurt am Main ist hier, Leipzig ist hier, Oldenburg und Hamburg. In London, in Wien, in Südtirol und in Zürich. Wir sind viele und wir werden immer mehr. Lasst uns gemeinsam vor Ort in unseren Städten und Regionen die Agrar- und die Ernährungswende anstoßen. Lasst uns heute losgehen, denn Essen ist politisch und wir haben die Agrarindustrie sowas von satt. Deshalb sind wir heute hier. Also nicht in Berlin, da haben wir ja schon einen, aber in eurer Stadt, auf eurer Gemeinde. Ihr könnt was bewegen, Essen ist politisch. Gleich geht's los übrigens. Die 171 Trecker fahren aber immer noch durch. Deswegen haben wir jetzt noch genau einen Redner für euch.